Hallo Borgheide, hallo Welt, hier bin ich wieder, euer Lutze, wie immer am Montag. Mir war es zu warm unterm Dach, bin ich mal nach draußen gezogen, hier ist ein bisschen angenehmer. Ja, die Ferienzeit naht mit Riesenschritten, am Mittwoch gibt es Zeugnisse und heute habe ich meine Foto 11 mit einem Eis verabschiedet. Davon, dass bald Ferien sind, zeugen auch die Regenbaumaßnahmen hier im Land. Überall Straßenbaumaßnahmen, die es einem fast unmöglich machen, von einem Eckchen zum nächsten zu kommen. Und das auch noch ungestraft. Der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Regionalbereich West, lässt die Deckschicht auf der B246 von Belitz bis Brück erneuern. Aufgrund hoher Verkehrsbelastung weist die Verschleißschicht wohl Schäden auf. Die bauausführende Firma InfraOst GmbH sitzt in Trebin. Die Arbeiten erfolgen in Abschnitten vom 13. Juni bis zum 5. Juli 2019. Der Verkehr wird umgeleitet. Man merkt schon, die Straßenkreuzung ist natürlich schon zu. Man kommt hier nicht mal zur Autobahnauffahrt Belitz, muss hier über Kleistow bis nach Glindow unterwegs sein. Aber das ist noch nicht alles. Der nächste Schrecken wird noch folgen, denn ab dem 24.06. wird in Geltow die Durchfahrt gesperrt werden. Denn nach Potsdam hat das nächste Problem. Und zwar bis zum 10.07. wird gesperrt, vom 24.06. bis 10.07. Der Verkehr aus Richtung Potsdam wird von der Vorstraße über Werderscher Damm an den Entenfängerteichen Straße am Wasser zur B1 geleitet. Und umgedreht soll der Pkw-Verkehr in Richtung Potsdam über Ferch, Kaput, Michendorf, B2 nach Potsdam fahren. Der Lkw-Verkehr wird großräumig umgeleitet über die Autobahnanschlussstelle Glindow und Anschlussstelle Michendorf. Ja, jeder weiß, dass am Leipziger Dreieck gebaut wird. Und wenn jetzt dieser Verkehr, der normalerweise hier über Potsdam-West reinführt, auch noch über die Leipziger Straße reinkommen soll. Da gibt es richtig Spaß, da stehen wir dann richtig lange rum. Aber wir wollen mal hoffen, dass es wirklich nur 2,5 Wochen dauert und danach wieder alles flüssig unterwegs sein wird. Jo, also der Landesbetrieb Straßenwesen bittet natürlich noch alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit und um Verständnis für die Beeinträchtigung während der Bauzeit. Ja, das macht sich immer gut. Ich bitte auch immer um Verständnis dafür, dass ich nicht genug Geld habe. Und trotzdem hat man nicht das Verständnis, eigentlich nicht. Man möchte sich ja noch flüssig bewegen können. Ich komme nämlich auch ganz schlecht jetzt zur Pürscheide durch. So, dann gibt es noch eine Information von der Feuerwehr. Und zwar die Jugendleitung der Borgheider Feuerwehr gibt bekannt, dass ab dem kommenden Schuljahr 2019-2020 das Eintrittsalter auf 8 Jahre herabgesetzt wird. Hinzu kommt, dass dann ab dem neuen Schuljahr alle 2 Wochen Mittwoch von 17 bis 18 Uhr die Ausbildung stattfindet. Lediglich in den Ferien oder zu Feiertagen findet keine Ausbildung statt. Zur Anmeldung bitten wir, folgende Kontakte zu verwenden. Und zwar die von dem Jugendwart Daniel Kühn, Telefon 0178 304 2992, E-Mail daniel@arcor.de. Ich habe es hier für euch noch mit eingeblendet. Und der stellvertretende Jugendwart René Gensicke, Telefon 0162 940 8109, und auch dort die E-Mail-Adresse asterix@web.de. So, kommen wir noch zu einem Punkt, und zwar zu einem, ja, eher nicht so schönen. Elaine, 5 Jahre, aus Borgwalde. Ihr wisst, sie ist schwer krank. Überall sieht man bei Facebook mittlerweile die Aufrufe zur Stammzellenspende. Und auch wir wollen uns da nicht zurückhalten. Wie gesagt, Elaine sucht einen Stammzellenspender. Die erste Typisierung in Bad Belzig ist bereits vorbei. Und dort wurden ca. 580 Menschen gezählt, die sich typisieren lassen haben. Bis 55 Jahre kann man sich typisieren lassen, habe ich gelesen. Falle ich eigentlich leider schon weit raus. Die nächste Typisierung jedenfalls für Elaine findet am Samstag, den 22.06. von 11 bis 16 Uhr statt. Und zwar im Haus der Vereine Olympischer Weg 3a in 14471 Potsdam. Das ist da, wo der erste FFC Turbine sitzt. Also wer sich noch gerne typisieren möchte, lassen möchte, und wer Elaine doch ein gesundes Leben ermöglichen möchte, sollte sie dort einfach mal mit hingehen. So, jetzt kommen wir noch zum Sport. Fußball war wieder angesagt am Sonntag, und zwar das letzte Heimspiel
vom BSV 90. Sie hatten den SV Lenin 2 zu Gast, der auf dem vorvorletzten Platz saß. Jetzt sitzen sie auf dem vorletzten Platz, denn der BSV 90 hat den Fans standesgemäß zum Abschied, zumindest hier auf unserem heimischen Platz, noch ein richtiges Geschenk gemacht und 8:0 gewonnen. Wie das Ganze ausging, wie der Trainer das sah und was es noch für Überraschungen gab, seht ihr jetzt hier. Hartmut, was für ein langweiliges Spiel war das heute. Das vorletzte Spiel der Saison? Ja. Langweilig? In Anführungsstrichen. Ja gut, ich denke, die Zuschauer sehen das ein bisschen anders als du. Ja. Da sehe ich deine fehlende Fachkompetenz. Nein, im Ernst. Es war ein gutes Fußballspiel von unserer Seite. Wir haben in der Anfangsphase uns ein bisschen schwer getan mit der Chancenverwertung. Ja. Aber als denn der Knoten geplatzt war, haben wir bis zur Halbzeit schon klar die Weichen auf Sieg gestellt mit dem 5:0 als Halbzeitstand. Ja, dann haben wir nichts mehr anbrennen lassen. Na klar, in der zweiten Halbzeit, wir haben ein paar Wechsel vorgenommen. Das musste sich die Mannschaft auch erst wieder richtig finden und haben dann in der Schlussphase eben nochmal die entscheidenden letzten drei Tore gemacht, sodass der Sieg auch in der Höhe aus meiner Sicht verdient war. Genau, und die Höhe war übrigens 8:0, also so langweilig war es gar nicht. Es war ein ziemlich klares Spiel, glaube ich. Ja, wobei Lenin phasenweise ja gar nicht schlecht Fußball gespielt hat, das kann man nicht sagen, aber die haben in den entscheidenden Situationen eben den Zugriff nicht gehabt oder eben die falschen Entscheidungen dann getroffen, aus meiner Sicht. Aber was, ne? Für mich jetzt, also wie gesagt, so als Fußball-Laien ist mir aufgefallen, dass zum Schluss doch ein bisschen kantig geworden ist, zumindest von Lenina Seite aus. Ja, aber das muss man auch relativieren. Ich meine, wenn wir 8:0 zurückgelegen hätten, ich glaube, wir wären auch ein bisschen gefrustet gewesen. Das ist schon mal so, das bewerte ich nicht über. Klar ist das unangenehm dann für die Mannschaft und dann ist auch mal ein Foulspiel bei, was normalerweise nicht so ist, dann setzen sich die Gemüter. Das passiert im Eifer des Gefechts. Also ich dramatisiere das nicht. Ich empfand insgesamt, es war ein relativ faires Spiel, auch wenn die Schlussphase ein bisschen anders aussah noch. Aber wir haben es verdient gewonnen, wir haben das letzte Heimspiel bestritten, souverän gewonnen, haben damit unseren Tabellenplatz souverän weiter ausgebaut, ja. Denke ich mir. Und die Zuschauer, die auch heute wieder zahlreich erschienen sind, wo ich für Danken aussprechen möchte, auch, denke, haben ein abwechslungsreiches Spiel. Genau, es war ein richtig voller Platz gewesen. Wie gesagt, es war das letzte Heimspiel dieser Saison. So was von erfolgreich war, wie ihr euch am Anfang der Saison habt, nicht träumen lassen. Nicht ganz. Aber da reden wir nochmal am nächsten Wochenende, denn das nächste, das allerletzte Spiel dieser Saison findet am Samstag um 14 Uhr. Um 14 Uhr in Großkreuz statt. Anstoß 14 und Uhr. Und nach dem Spiel ist dann hier Wir fahren gemeinsam, also die Mannschaft fährt mehr oder weniger geschlossen dann zurück von Großkreuz hierher. Ja. Und dann wollen wir hier, wer Lust und Zeit hat, kann auch gerne vorbeikommen mit unseren Fans hier Abschluss feiern. Ja, genau. Und übrigens, der Bus vom Fliegerheim steht natürlich für die Fans für das letzte Auswärtsspiel der Saison zur Verfügung. Also wer da mitfahren will, ich bin auf jeden Fall dabei. Und Matze! Hier ist er. Hier bin ich. Hi. Oh, oder? Ich, bist du dabei? Ich muss das mal auf meinem Kalender sortieren. Vermutlich bin ich unterwegs. Ich muss mal gucken, aber was ich übrigens noch sagen wollte, wenn der Markus von Kurzschluss das noch schafft, mir das rüber zu schicken, hört ihr jetzt hier am Ende noch einen kleinen Ausschnitt von der neuen Fußballhymne für den SV 90. Genau, danke an Kurzschluss. Danke auch. Wir haben eine ganz tolle Hymne für den BSV 90 produziert, aufgenommen. Ich glaube, die waren nächtelang im Studio. Und haben extra hier für den Verein mal was gemacht. Cooler Song. Der BSV ist nicht nur Vizemeister der Saison geworden hier in der zweiten Kreisklasse Gruppe B, sondern hat sogar einen eigenen Song und eine eigene Mediengruppe bei der News TV. Alles klar. Und Nutze. Vielen herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wir sehen uns. Wir auch. Was mir? Okay. Warum? Ja, und hier sind wir nochmal, und zwar aus folgendem Grund. Hier haben wir natürlich den Chef vom BSV 90, den Bernd Schulz. Bernd, du hast uns nochmal was mitzuteilen jetzt hier. Geht es um Unterwäsche, habe ich gehört, oder? Nee, Unterwäsche nicht. Du siehst ja schöne neue Trainingsanzüge für unsere Herrenmannschaft. Ja. Und wir haben auch den Sponsor an unserer Seite. Vielleicht mal ein paar Worte selbst noch. Ja, Martin. Hallo? Ja, für die Besten nur das Beste, sagt man. Deswegen einmal ein Satz neue Trainingsanzüge. Das war der erste Schritt. Mal gucken, was noch alles kommt. Ne?
Also, ihr habt es gehört, es gibt ein neues Outfit. Nicht nur vom Hotel Fliegerheim Sponsoren, sondern wir haben einen neuen Sponsor gewonnen. Hast du es privat gesponsert? Ja. Hast du privat gesponsert? Ja. Du bremst also für den Verein nicht so wie wir, sondern noch mehr. Offensichtlich, ja. Höchstwahrscheinlich. Finde ich cool. Und hier haben wir übrigens den Kapitän der Mannschaft, um das nochmal so festzuhalten. Aber wir reden tatsächlich nochmal am nächsten Wochenende. Wenn sie dann aufsteigen in die Bundesliga, sind die nötigen Klamotten da. Und nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch fürs 8:0 im vorletzten Spiel, das letzte Heimspiel in dieser Saison hier auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz, soll ich immer sagen. Okay. Ja, und ich möchte mich nochmal persönlich bei Marcel bedanken für die Bereitstellung der Trainingsanzüge als Sponsoring. Besten Dank. Sehr gerne. Das Gleiche tue ich nochmal in Form der Mannschaft. Besten Dank nochmal, Marcel, dafür. Danke. Für die Unterstützung der Mannschaft. Und wir können das gut gebrauchen. Auf die nächste Saison. Ja. Okay, bis nächsten Samstag. Da sehen wir uns wieder. Wie gesagt, wir haben es gesagt, in Großkreuz um 14 Uhr. Anschluss. Der Fanbus steht zur Verfügung vom Hotel Fliegerheim. Anschluss ist 14 Uhr und danach nochmal hier Party auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn. Sportplatz, sagst du. Ja. Stadion. Okay, tschüss. Tschüss. Arena. Ja, ich möchte auch nicht vergessen zu erwähnen, dass zum Beispiel das Spiel gegen den 1. FFC Turbine Potsdam nicht am Freitag, dem 2.8.2019 stattfindet, sondern am Sonntag, dem 4.8. und zwar um 15 Uhr hier bei uns auf unserem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz. Das hat sich ein bisschen verschoben. Also nicht vergessen, am 4.8. um 15 Uhr gibt es ein Fight gegen die Mädels vom 1. FFC Turbine Potsdam. Und denkt dran, am Samstag um 14 Uhr startet das letzte Spiel in dieser Saison für den BSV. Und danach treffen wir uns alle auf dem Sportplatz wieder und feiern die Jungs mal ordentlich. Ja, jetzt bleibt mir nur noch Matze das Wort nochmal zu geben. Matze, wie sieht's aus mit dem Wetter? Bleibt der Sommer, wie er ist? Hallo Burgheide, hallo Welt, hallo Lutze. Ja, Wetter. Schauen wir raus heute, Montagnachmittag, eigentlich leichte Bewölkung, bisschen Sonnenschein, aber immer noch 26 Grad draußen, Wasser im Schwimmbad 25,3, was will man mehr, die nächsten zwei Tage, Dienstag und Mittwoch bleibt es auch so, ab Donnerstag wird es dann ein bisschen durchwachsen, maximal 25 Grad, was dann so nach dem Freitag kommt, das sieht eigentlich so in der Vorschau gar nicht gut aus, Freitag schon sehr viel mit Regen in der Vorschau, was ich da gesehen habe und die Temperaturen für den Samstag, die wollte ich noch gar nicht glauben, also da geht es weit unter 20 Grad eventuell. Will ich aber nicht genau voraussagen, schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ja, machen wir es gar nicht so lang, Fußball war lang genug und gleich kommt noch hinten dran ein kleines Goodie, denn heute beginnt im Schwimmbad der Seepferdchenkurs, der erste, und da haben wir auch einen besonderen Gast, der die Seepferdchen Schüler heute in Empfang nimmt. Das kommt aber gleich hinten dran. Ciao. Wir gehen baden und wissen schon lange, wie das geht. Denn es gibt Baderegeln, die jedes Kind versteht. Wir gehen baden und wissen schon lange, wie das geht. Denn es gibt Baderegeln, die jedes Kind versteht. Eine Frage, sicher Seepferdchenkinder. Die gerne schwimmen lernen wollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alle da. Kennt ihr den jungen Mann hier? Nein? Darf ich vorstellen? Bobby. Ich bin der Ja, okay, Matze, sehr gut auch, dass du das mit der DLRG nochmal erwähnt hast. Das war es schon für mich an diesem Montag. Wir sehen uns wieder nächsten Montag, wie immer, hier bei Borgheide News TV. Euer Lutze und tschüss!